Wir gehen in die letzten 8 Spiele des Tages. Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Dortmund. Die Halle ist nicht nur warm geworden, sie ist für den Vorrundentag heiß gelaufen. Tolle Atmosphäre, tolle Stimmung hier in Lübeck, hier in der Kreissporthalle. Und ja, wir freuen uns jetzt sehr auf diesen 3. Spieltag, auf die neuesten Entwicklungen. Düsseldorf ja mit Licht und Schatten. 5:1 Auftaktsieg gegen Leipzig, danach ein 1:2 gegen den VfB Stuttgart. Der BVB Vorletzter vor den Mühlis mit 2 Niederlagen gestartet. 0:2 gegen den FC Bayern und dann ein 2:3 gegen den VfL Wolfsburg. So, wir sind gespannt. Dortmunds erster Block ist drauf und Dortmunds erster Block trifft, und zwar durch den Kapitän, durch Jonas Feddersen. 1:0. Das sehen wir hier nochmal. Ballgewinn. Handlungsschnell Fritz Fleck und dann Feddersen mit dem Führungstor für den BVB. Schiedsrichter der Partie, Christian Westermann vom BSC Blasheim, auf der Suche nach einem Ball. So, BVB hier noch mit einer passenden Farbwahl gegen die roten Düsseldorfer. Wird einmal das Leibchen kurzerhand übergezogen und dann haben wir das 2:0 durch Abolfazi Mashicadaha. Hier freigespielt mit links ins kurze Eck zum 2:0 für Borussia Dortmund. BVB also mit Frühstart hier innerhalb der ersten 2 Minuten, um möglichst den ersten Dreier hier einzufahren. Gerade in den letzten 3 Ausgaben 2-mal im Endspiel gewesen, 2018, 2019. Beide Male gegen den 1. FC Köln, beide Male verloren. Heißt aber, mit dem BVB ist beim Freeway Cup zu rechnen. Haben ja auch schon eine beeindruckende Vita an Spielern, die für den BVB hier auf der Platte standen. Felix Götze, Bruder von Mario, war 2014 hier. Wenn wir ja auch natürlich die BVB-Trikots immer wieder im Publikum entdecken. Chris Führig von VfB Stuttgart war 2014 hier. Tobi Raschel, Greuther Fürth, 2016. Luca Kilian, 2019 hier gewesen, mittlerweile beim 1. FC Köln bekannt. Oh, hier hat es Torschützen eben erwischt, im Zweikampf an der Bande. Wird er erstmal benommen zu Boden, wird behandelt. Ja, und der prominenteste Name sicherlich, im Jahr 2005 bereits hier gewesen für den BVB. Marco Reus, auch in Lübeck beim Freeway Cup auf der Platte gewesen. Also schon tolle Namen. Nicht nur für Spieler Jan Sprungbrett, auch für Trainer Christian Flüthmann, insgesamt ehemaliger Trainer vom BVB. 6-mal dabei, war bereits mit der U16 von Arminia Bielefeld hier, dann mit dem BVB. Wurde dann später Co-Trainer bei Daniel Farke, dem jetzigen Gladbach-Trainer, allerdings das bei Norwich City in der Premier League. Also etwas überspitzt gesagt, von der Kreissporthalle Lübeck in die Premier League. So laufen die Wege auch manchmal. Christian Flüthmann mittlerweile Nachwuchsleiter bei Rot-Weiß Essen. Jetziger Trainer vom BVB, Marco Lehmann, 40 Jahre jung, seit 2013. Im Nachwuchs des BVB tätig.
Starker, tiefer Ball für die nächste Gelegenheit. Diesmal für Julian Driedka. Dortmund also mit Chancen plus. Nächster Abschlussversuch knapp übers Tor. Tim Degener. Düsseldorfer sind Tabellenvierter in der Niederrheinliga. 16 Punkte, 9 Spiele. Tabellenvierter und eine negative Tordifferenz. 19 zu 22 Tore. Sehr selten, dass man als Tabellenvierter eine negative Tordifferenz hat. Die Tabelle allerdings auch super, super eng. Platz 1 und Platz 8 trennen 7 Punkte. Platz 1 und Platz 8, 7 Punkte. Die Liga ist sehr ausgeglichen. Und hier haben wir einen Anschluss für Fortuna. Tristan Lanske, Torschütze für die Düsseldorfer. Hier der Aufbau der Dortmunder. Gut geschaltet im Ballgewinn, Ballverlust. Hier von Julian Driedka eben. Dortmund will aber antworten direkt. Dortmund im nächsten Angriff. Da haben wir wieder den großgewachsenen Kapitän. Einer der größten Spieler hier im Turnierfeld, Jonas Feddersen. Holt sich hier den Ball wieder mit einem starken Einsatz. Feddersen hier den Ball zurückgelegt. Bringt trotz seiner Größe eine Menge Spielfreude mit. Da der unglückliche Zusammenprall. Freistoß. Berechtigt für Fortuna. Tiefer Ball. Ballbesitz für Fortuna Düsseldorf. Ja, für Borussia Dortmund. Entschuldigung. Ja, von zwei Mann bedrängt. Fritz Fleck, der zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft gehört. So, Fleck jetzt wieder am Ball. Kriegt sie nicht gedreht, weil Düsseldorf ist gut verteidigt, eng verteidigt. Verhindern immer wieder, es waren in den ersten Spielen auch schon so, diese Aufdrehmomente verhindern immer wieder die Aufnahme von Tempo. Gegen Stuttgart haben sie sehr, sehr gut verteidigt und die Stuttgarter wenig zur Entfaltung kommen lassen. So, jetzt der Fehlpass. Fleck. Fleck! Mit der nächsten Möglichkeit. Jetzt für Fleck. Die Möglichkeit stark vereitelt von Fortunas Keeper. Dortmund aber weiter die dominantere Mannschaft. Düsseldorf jetzt mal wieder. Im Aufbau, Fleck läuft den Keeper an, Ball abgefangen. Sie kriegen das häufig in den Spielen zu sehen. Wenn die Keeper angelaufen werden, kriegen sie nicht den freien Mann daneben angespielt, um dann eigentlich in eine Überzahl zu kommen. Anlaufsituation lässt es oft genug zu. Oft wird dann doch der Weg in die Tiefe gesucht. So, nächster Distanzabschluss. Blockwechsel bei beiden Mannschaften. Düsseldorf am Ball. B.
BVB in der Westfalenliga aktiv, dort Tabellenzweiter, 26 Punkte aus 12 Spielen. Das wichtigste Derby-Sieg hat geklappt. 2:1 gegen Schalke 04. Gegen Bochum allerdings den Tabellenführer. 8 Punkte Vorsprung vom BVB. Gegen Bochum setzt es ein 0:3 in der Westfalenliga. Auf Freistoß entschieden. Nächster Abschlussversuch. Aaron hält im Tor der Dortmunder. Ball wieder abgefälscht. Stark geholt. Len Wörsdorfer. Der Lockenkopf vom BVB sollte hier wieder angespielt werden. Kommt aber nicht an den Ball. 2 Minuten noch. 2:1. Knappe Führung für den BVB. Gibt es den ersten Sieg im Turnierverlauf? Ja, Aaron Held kriegt den nicht festgehalten. Deswegen Eckball. Nochmal der Wechsel beim BVB. Der Startblock ist jetzt für die letzten 90 Sekunden nochmal auf der Platte. Oh, eine Grätsche darf eigentlich nicht, und das ist auch so, laufen gelassen werden. Deswegen Freistoß für den BVB und Feddersen wieder am Ball. Hier kein Foul. Ja, offene Sohle, auch korrekt. Nichts Bösartiges von Fritz Fleck, dem Nationalspieler für Deutschland. Stark, guter erster Pass, super aufgedreht. Joshua Burstede, schöne Aktion. Fleck sofort geschaltet, sofort den Ball tief gespielt. Im ersten Kontakt um die eigene Achse gedreht und dann abgeschlossen. 3:1 BVB. Die Dortmunder jetzt wirklich nah dran am ersten Sieg im dritten Spiel. Stark, ja, Foulspiel. Aaron Held vorher gut pariert. Dann die Hand drauf gehabt. 45 Sekunden vor Ende der Partie. Das war gut gespielt. Burstede behauptet den Ball hier. Aber Ballbesitz für Düsseldorf. Die drücken nochmal aufs Tempo. Auch das schön zu sehen. In keinem Spiel wird sich ja aufgegeben. Bis zur letzten Sekunde. Hohe Intensität, hohe Taktzahl, hohe Zweikampfdichte. So, auch hier. Es ist intensiv. Ich glaube, hier kommt das super rüber gerade. Über diese Einstellung. Wie viel Dampf hier eigentlich unterm Kessel ist auf der Platte. 22 Sekunden noch. Dann gehen diese 3 Punkte ins Ruhrgebiet. Ja, Burstede nicht mit einverstanden mit dem Pfiff. Er wird es gleich verschmerzen können. Düsseldorf mittlerweile mit dem 5. Feldspieler auf dem Feld. So. Ja, gibt es nochmal eine Offensivaktion? Kein Foul für Westermann, bin ich bei ihm. Auch wenn Aboubakar El Chada gerne was gesehen hätte. So, das war's. Der BVB gewinnt sein erstes Spiel mit 3:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Wir sind nach einer kurzen Pause gleich wieder da.